Hallo an alle Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal Struggle Play. Wir streamen weiter mit Final Fantasy VII und wir waren stehen geblieben in Kapitel 9 und da machen wir jetzt weiter. Genau, weiter im Sündenpool. Wir haben das große böse Haus platt gemacht. Ja, das Höllenhaus. Das war sehr toll letztes Mal. Bisschen arg frustrierend. Ja. Ja, aber. Was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten eigentlich Aerith in Born Corneas Villa reinkriegen. Genau, die braucht die Einladung. Ein Kleid brauchen wir. Ja, also erst die Einladung und ein schönes Kleid, damit wir uns nicht blamieren. Ja, die wollte uns die Masseurin. Masseurdame. Genau, die Handmasseurin. Gibt uns das Ganze. Auch ein bisschen seltsam. Hier, auf der Sache. With these babies, you can send intruders flying. I guarantee this is the only home protection you'll ever need. Souvenire. Ein Bum-Bumchen. Und ein Krawummel. Okay. Okay. Plüschtiere, die explodieren. Willst du keine kaufen? Ich hätte jetzt von jedem eins gekauft. Ich kann auch welche kaufen, aber ich glaube, man wirft die nur auf Gegner. Ich jetzt gesagt, wenn sie explodieren. Das sind bestimmt die Links da. Ja. Dann kaufen wir von ihr mal. Ist nicht so teuer. Bum-Bumchen. So. There you are. I've been looking for you two. So, Madam M wanted me to give you a message. She says you guys did pretty damn good, and that you should swing by her shop when you're done here. Got it? I was also hoping you might be interested in a few more matches here at the Coliseum. Big events like the Corneo Cup are pretty sporadic, but there's always action if you want to get a piece. Corneo's Coliseum. So, da können wir jetzt Nebenkämpfe machen. Und so. Will da irgendjemand noch mal rein? Stehlen ist hier wirkungslos. Aha. Ja. Höchstens zum Leveln oder so interessant, aber zwingen wir nicht. Konfetti. Das ist mein Konfetti. Ja, immer mit dabei. Hallo. Du hast was zu sagen. Ich hoffe, du wirst mir weiterhin helfen, wichtige Informationen für meine Research. Nee, nichts Neues. I look forward to receiving all of your future battles. Was mussten wir da noch machen? Analysieren, glaub nur, oder? Mussten die 200% Schockleiste. So, ja. Und 40 Gegner analysieren. 35 haben wir schon. Huh? Wenn wir jetzt noch wüssten, wo die ganzen Truhen sind. Ich will noch nicht haben. Vielleicht würden sie uns jetzt durchlassen. Echt? Aber ich. Ja, vielleicht laufen wir mal an was vorbei. Extra suchen. Ja, mach einfach mal weiter. Wir sind so lange da rumgelaufen letztes Mal. Mal schauen, was sie zu sagen hat. Ein Kleid, bitte. You're here. Good. I have everything I need to get started. Just one thing before we do. You're the Cloud, right? Cloud the Merc. The Cloud. I told you did a wonderful job helping the people of Sector 5. You have a very impressive work ethic. It's like they say, good things come to those who work. What goes around, comes around. And in ways that might surprise you.
I'm gonna put Aerith in the most gorgeous dress you've ever seen. It'll be a real jaw-dropper. Ja, mach mal. Alright, now that that's out of the way, once you change, you won't be able to leave town. Are you sure you're ready? Oh. Alright then, let's get started. Beauty takes a lot of work and preparation. Far more than you'd know. In the meantime, let me see, let me think. Eine Massage mehr. Now's your chance to get out and have some fun. I can tell you're already beginning to feel at home here. Though being so new to it, I assumed you still wouldn't know how to enjoy yourself properly. Lustierst? Was ist das für ein Wort? I'd be happy to help you out. Hey, no one asked you to do that. But there's so much you don't know. This is the perfect opportunity for you to learn the ways of the world and man the hell up. And that's enough of that. Aerith, come with me. Oh boy, I can't wait to see the dress. Yeah. This is part of it, sure. But we'll also need to do something about that plain Jane makeup and hairdo. This is gonna take some work. Ouch. Ja. Well, ouch, wow. Aber die ist so süß und die sind so gemein. Konkurrenz ausschalten. So süß. Ob die eine Konkurrenz. Das war eine Materia-Shop. Gab hier links mal was. Bestimmt. So eine enge Gasse, da muss irgendwie. Ja, da standen die zwei. Kommt so wohl immer noch nicht durch, wie es aussieht. You a curious cat, walking dark alleys? You've got balls, so I'll give you a pass. This once. Bin doch schon fast durch. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt. Okay, dann. Kommen beide immer noch nicht durch. Dann gehe ich einfach mal straight zur Quest. Lucy. Howdy. Madame M said you'd be swinging by. Let me see if I've got this straight. You ditched your lady friend and fellow champion to have a boys' night out in Wall Market? Kidding. If I know the madam, and I do, this was all her idea. I can see why. There's no denying you're skilled with a sword. But when it comes to damn near anything else, well, can't help but have my doubts. Ain't nothing wrong with that. But then there's nothing wrong with expanding your horizons, neither. Seeking new experiences. Knowing the ways of this here world will help you to better protect her while you're in it. Reckon I got a few solid gigs for you. What do you say? Kriegen wir von dem auch wieder Aufgaben hier. Yeah. Why not? That's the spirit. You have Auftragsliste. Tonight, Mr. Merck. Das sind die Nebenaufgaben von dem Gebiet. Auftragsliste. Atemlos durch die Nacht. Brennende Schenkel und atemlos durch die Nacht. Na dann. Schauen wir mal erst die brennenden Schenkel von uns mal. Das ist irgendwie eklig. Ah, okay, jetzt verstehe ich das brennende Schenkel. Moment, Moment. Oh, mein Fitnessstudio. Bam, das sieht nicht aus wie ein Mann. Ja, nur so halb. How about a little bit of fun? Wanna try taking on one of our guys? You're not serious, are you? Look at him. He's a scrawny little thing. I could snap him like a twig. Now, now. I wouldn't judge this one by his muscle mass. What do you say, Cloud? If you want to give it a go, just let me know. So, you up for a round? Irgendein Megatrink, Glücksboost oder Meistergürtel. So gut.
You look like a dried up old terpsichore left out in the sun. You got no idea what you're getting into, little man. All right, enough talk. We'll settle this the tried and true traditional way. A squat off. Now, let's all see what you've got. Das hat doch auch immer gemacht, Kniebeugen. Und zwar genau diese Bewegung. Ja. Halt die Hilfssymbole. Okay, die verschwinden nach einer Weile. Rhythmus ist nicht so dein Ding. Nee, überhaupt nicht. Mal gucken, ob das was wird. Ja. Ja, so viel dazu. Es wird angezeigt und ich schaff's nicht mehr. Not bad at all. That's how it's done. I knew you could do it. Your form's looking good. Ja, nicht schlecht. Your form's looking good. I knew you could do it. Bisschen hakelige Knie. Ja, das ist, weil ich nicht schnell genug drück. Und er dann immer in der Position, die ich drücken muss, praktisch stehen bleibt, damit ich eine Orientierung habe, was als nächstes kommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen schneller drück. Ah, okay. Aber das heißt, du musst gar nicht so, wie die es angezeigt haben, eigentlich. Doch, aber er wird halt immer schneller dabei, wenn es klappt. Sieht aus, als würden ewig viele Frames fehlen. Glock, glock. Ja, komm, reiß dich zu neuen. Mal gucken, was der nächste zu bieten hat. Was für eine Lusche. Ja, das frage ich mich auch. Never skip leg day. Bin ich richtig, dass ihr das sagt? Thanks for helping me teach my boys a valuable lesson. And sorry for dragging you into it. Cloud, we're all one big family here at this gym. And now you're part of it. The fitness family. If you're ever up for training, our doors are always open to you. Let's work together to maintain healthy minds and bodies. Endurance and determination, that's what counts. Wir haben mal den fortgeschritten. If you're ever in the mood for another workout, just talk to Jay or Ronnie. Du, der Fortgeschrittene? You wanna go, do ya? Alright then, bring it on! Na dann. Gucken, wie viel kriegt er hin? 1500. Das Outfit ist auch geil. Weiter zu viel. Ging ja aber schnell weg. Alles war seltsam. Ich war im Kopf auch schon weiter und war halt mit Dreieck weitermachen. Jetzt bin ich auf den Profi geschwind. Schon ein heftiger Unterschied, oder? Ja. Also auch dadurch, dass dieses Drücken auf einmal dazukommt, bringt einen schon ziemlich durcheinander. Ich hab's auch nie ganz raus, wie schnell ich jetzt wirklich drücken kann. Also gegen den, ja. Das ist der Letzte. Das ist der Profi. Okay. Oh je. Ja.
won't go easy on you. So, so schon jetzt, anfängt. Ja, da haben die halt immer dann schon 3 Punkte yeah. Unser Vorsprung. Achso, gibst du auf? Ja, das kann ich nicht mehr einholen. So. Macht mehr Sinn, das nochmal von Anfang an zu probieren. Ja, aber vielleicht wäre was Neues hinzugekommen. Ja, das hättest du schon mal ausprobieren stimmt, können. Stimmt, aber nee. Aber nein. Eine Minute. Was ist dafür zu lang? Wird einfach einen Neustartknopf noch geben? Du sollst einfach nicht überspringen, will dir das Spiel sagen. Das kann natürlich sein. Ja. Das bestraft mich jetzt. You up for some exercise? I hope you're all warmed up. You are in the zone. You're better than I thought. Poetry in motion. I can hear your muscles crying out in joy and pain. Who would have thought it'd be this close? So much training do you do? Aber dafür liegen die, glaube ich, länger auf dem Boden, wie es aussieht. Oh man, who's gonna win this one? Poetry in motion. I believe in you. You are in the slow and steady. Jetzt gehst du aber ab. Ja, weil ich nicht nochmal neu starten muss. You can do it, Jules. We're rooting for you. Ja, also die liegen viel länger auf dem Boden dafür als du. Aber dafür nicht so oft. Yeah. Das war so gut. Dafür wir brechen den Internetrekord. Das ist, wenn man einmal aus dem Rhythmus kommt, dann fängt er wieder so langsam an. Ja, das ich, jetzt verliere ich noch. Er fällt um, vielleicht auch nicht. Ja, der steht vermutlich nicht mehr auf die Sekunde. Das ist so echt Glück. Ja, einmal draußen, dann geht's so langsam, dass man immer noch den schnellen Rhythmus drin hat, den man drücken will. Something, aren't you? Listen up, everyone. We can be stronger, better. Let's hit those weights. You got it, Jules. Was ist denn der Meistergürtel? Brennen dich in die Knie gezwungen. Das ist mein passender Trophy-Name. TP plus 10%, Stärke plus 5%. Das hört sich doch gut an. Ein bisschen wie unsere Gemach-Stoppstiefel, theoretisch. Also von Werten her. Ja. Machen wir einfach mal. Wir haben uns verdient. Welcome. Anything in particular you're looking for? Oh, you must be the merc I've been hearing about. I need you to help me out with my dad. His drunk ass has been at the bar for hours now. Could you bring him back here? He's probably 3 sheets in over at Drunkard's. Just over there. Okay. Drunken Bold. Das ist Johnny. Ja, schon wieder. Sam caught me up on everything. He said you're gonna go rescue Tifa. And to do that, you're trying to learn all about Walmart. Bro, I know this town like the back of my hand, so I can answer all of your questions. Now, ich nicht für ihn. The bar is this way, Cloud. Drunkards, here we come. Drunken, man. Are we even allowed to walk through the door? I'm getting out. Chocobo bean popcorn. This is the Drunkard's Den, the best place in Walmart to drink away your problems. It's mostly the same folks every night, so... Just waltz in there uninvited. Listen, there are rules for this. Yeah. Okay. Hey, old dude. Huh? Son, is that you?
Did you always look so ironic? Well, right back at you. Yeah, whatever. We're here to take you back to the store. I'm not going back. Not ever. My life is ruined. It's over. Kill me now. Come on, there's no need to talk like that, old dude. I'll help you out with whatever you need. Really? Oh, thank you, son. See, I made this bet with the Materia Merchant. A sure thing. But then I lost. And so I had no choice but to steal my heart and surrender my precious inspiration. Okay. Your precious inspiration. Müssen wir wieder what now? Inspiration. Durch die Gegend rennen und alles zurückholen. Without it, there's simply no point in me going to the store. Got it. I mean, I don't got it, but I just kann Johnny das nicht machen. Back, right? Er kann nichts. Ach, give it to me, old dude. Hey, aren't you gonna go with your friend? This is my jam. It speaks to me. Deswegen heißt die Atemlos durch den. Renn in den Schenkel. Ja, atemlos durch ihn. Find mal der bessere Name. Muss man immer noch wissen, wo man eigentlich hin muss und wo man lang geht. Wo man lang gehen kann halt. Ja. Hier ging's nicht weiter. Da hinten, ne? Zweig der Stadt. Wir müssen immer auf den dicken Hauptstraßen bleiben. I don't even really know how people use Materia. They're just like huge orbs. This place looks kind of creepy, don't you think? Vor uns losgerannt. Maybe they practice ritual sacrifice or... Hey, wait for me! Ja, der ist aber schon überall schon. And what do you two want? I'm here for the precious inspiration you took from the old dude. Inspiration? Oh, that thing. But I didn't take it. I want it fair and square. It's mine by rights now. Well, that's true. But I tell you what. I'll consider giving it back in exchange for a favor. What you need? Something only real men can deliver. Section. I need you to go and get me something from the vending machine at the inn. You know what? Stuff. No, I don't think I. Wait, the sauce. The sauce? Stop saying the sauce. Anyway, good luck. Sauce. Okay. Auf zum Automaten. Der Automat ist leer. Wir müssen erst irgendwo hingehen, um ihn zu füllen. Also? Vielleicht. Der muss ich nicht. No offense, bro. Der Automat, wo ich mich gefragt habe, warum man nichts machen kann. It looks like a regular old vending machine, right? But wait. You ready for this? All right. War doch Johnnys Vater irgendwo. Model has vorne am Eingang. Ja. Where? Well, I can't tell you. It's a secret. You just need to tap into your knowledge and expertise. Like, grab it and whip it out. And then you'll be able to see everything. Was? Okay. I don't need to whip it out. I've done this before. Watch this. Whoa, look at you, bro. Huh? Is this the sauce? I don't know. Come on, bro. You know there are more. Haben wir da jetzt für eine Materie reingeworfen? Ich glaube, wir haben sie benutzt oder haben wir sie jetzt weggeworfen? Ich sag nicht. This is the sauce. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist. The last button. Dacht
die, die wir im Schwert haben? Benutzt er die? Oder? Ja, unmöglich. Wenn wir noch mehr analysiert hätten, dann hätten wir bessere Sachen gekriegt, die ersten zweimal. Okay. Also, weiß ich nicht. Verstehe. Also es geht nur um die Analysematerie, oder wie? Genau. Okay. Wie hat's ja gesagt, je besser die entwickelt ist, desto mehr. Ach so, okay. Bekommen wir. Ja, ich dachte jetzt alle Materia, die wir im Schwert haben. Die hat ein Maximum. Also ja. Dann haben wir sie ja schon. Wir hätten haben auf jeden Fall die besten Sachen bekommen, hätte ich mal gesagt. Und ich. Ich glaube, eine Chocobo-Medaille. Also, irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Eine Mokri. Mokri. Ja. Chocobo-Medaille haben wir von Sam. Wieder zurück. Dein Stoff. Let's show him what we brought back from our little trip. Oh, it's you two. It's time, bro. The sauce. Could it be us? Oh, geben dem jetzt alles. The sauce. The sauce. Whoa. The sauce. Never thought I'd live to see the day. It's just sauce. No big deal. Don't sell yourself short. This is only given to one who is truly a man among men. I know. Damn, bro! That's why you're such an awesome dude! Oh, right. Hate to break it to you, but that thing you were looking for? Cool. Here. It's long, long gone. You shitting me? Nope. Sorry. As I recall, the guy who runs the restaurant should have it. Well, I guess we know where we're headed next. Come on, bro. Well, that's that. Time to polish the old orbs. Give them a spit shine so they positively sparkle. Hey, if you're done here, then get going already. Restaurant up next, huh? Ich hätte aber jetzt gerne meinen Stoff zurück. Ja, vor allem haben wir ihm alles gegeben, was aus dem Automaten kam. Echt? Ja, ging alles aus dem Inventar raus. Was? Hoffen wir, dass wir dafür am Ende irgendwie was Gutes kriegen. Sauce! So. Und bis Budenmann. Haben wir auch schon. Wollten uns nichts verkaufen. Welcome! Feel free to take any open seats. Sorry, we're not here to eat. The Materia guy gave you something, yeah? We want it. Materia guy? Oh, you here for that? I'm surprised. Didn't take you for the type. Let me ask you something. Either of you know anything about cooking? Nope, never cooked once. That's too bad. For some reason, my food doesn't taste nearly as good as it used to. I was hoping one of you two might be able to help me figure it out. I've narrowed it down to the fridge, the stove, or the power supply. But I'm not sure what's to blame. Okay, auch da haben wir jetzt, okay, wir haben alle drei Materia, die er braucht, yeah. Auf Stufe 2, also. Wird schon irgendwas dabei rauskommen. This sucks. Strom, oder? Strom erhöhen. Ja. Also. Und noch die Zutaten nicht gekühlt genug sein. Look around you. This place is falling apart. Hold on. You know a thing or two about electrical wiring? Great! That's the serious business. If you're right about this. My beloved restaurant could be a ticking time bomb waiting for